Tourette bestimmt 4 Stunden Tims Alltag. Da habe ich aber jetzt Bock drauf, Alter. Okay, Freunde, so was war das? Fuck, Alter, war das? Ist das der Diss-Track, Digga? Ist das der Diss-Track, Alter? Das, ja, ich guck mir bewusst den zweiten Teil an, Leute. Okay, Freunde, so wie es aussieht, habe ich die Körner verloren. Logi, ja, es tut mir leid. Du wirst doch heute deine Ehre verlieren. Okay, also so wie ich Gisela jetzt verstanden habe, ist ihre Mission zum Eurotunnel nach Frankreich zu fahren und dort Äpfel zu pflanzen, damit die Franzosen auch die Möglichkeit haben, das Apfelerlebnis zu bekommen. Okay. Die Leute, die Reise geht los. Was macht der jetzt? Der fährt jetzt nach... Ach, Digga, den ersten Teil, wir ziehen uns jetzt direkt den zweiten rein, Leute. Geht los. Giselas Mission, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Junge, 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 ganz wild diese Idee. Aber finde ich geil, finde ich eine nice Idee. Das Apfelerlebnis verbreitet sich. Denkst du, die Franzosen wollen das Apfelerlebnis? Ich muss Jan mal fragen, wo er wohnt. Der Hausflur sieht original aus wie eine Immobilie von einem Haus, was ich besichtigt habe, was ich eventuell hätte kaufen wollen. Wo ich mich aber dann dagegen entschieden habe. Ich bin gerade ein bisschen perplex tatsächlich. Sieht genauso aus einfach, aber wahrscheinlich sieht jedes Haus in Köln so aus. Wir haben keine Wahl. Nee, ist nicht. Sieht aber genauso aus einfach. So, wir haben uns jetzt gerade auf den Weg gemacht zum Eurotunnel. Aha. Tim, bist du schon mal dort gewesen? Nein, bin ich nicht. Ich auch nicht. Dieser Vollidiot hat die Kerne vergessen. Ja. Ach Mensch. Das ist essentiell. Ja, wir müssen jetzt wir brauchen die Kerne. Wir brauchen sie. Die fahren jetzt nach Frankreich um Äpfel, Digga. Ja, ist das so schlimm? Ja. Was, willst du da wieder so ein Ritual? Du kriegst danach auch noch eine Bestrafung. Was denn für eine Bestrafung? Aber wie geil, dass die das durchziehen. Wie geil, dass die das durchziehen, Mann. Wie geil, dass sie das durchziehen einfach. Wie nice, dass die einfach wirklich dahin fahren. Also wir haben gesagt, nichts, was lebensgefährlich ist oder gegen das Gesetz verstößt. Aber ich glaube auch einfach, Bäume pflanzen in Frankreich ist safe auch gegen das Gesetz. Dann klebst du dir halt dein Schwanek ab und rennst nach England rüber. Mhm, okay, ist auch eine Idee. Später. So, also, wir haben jetzt des Rätsels Lösungen gefunden, beziehungsweise eine Antwort. Einen Retter. Genau, wir haben einen Retter gefunden. Ja. Und also da die Apfelkerne vergessen wurden, fahren wir jetzt ganz kurz bei Crispy Rock vorbei und bei den anderen in der WG und die geben uns ganz freundlicherweise einen Apfel, den wir gleich am Eurotunnel einpflanzen können. Sehr geil. Ja, siehst du, du bist da zu dumm für. Ja, du bist zu dumm. Der Bro, wie krass, dass die das wirklich durchziehen, Alter. Wie heftig, Mann. Ja. Wie nice. Ja. Dann fahr doch einmal, wie es die Verkehrsregeln dir vorschreiben. Ja, immer wie. Nein. Was? Ja. Du dummes Stück. Also auf jeden Fall retten die uns gerade ein bisschen und wir fahren da jetzt ganz kurz vorbei, holen den Apfel. Falls ihr das seht, Jungs, vielen lieben Dank. Das ist der Lebensretter, Freunde. Das Ziel wurde eingegeben. Calais, Quai de la Meuse oder wie auch immer. Quai de la Meuse ist es ganz genau, Bro. Das heißt, Meuse, auf geht's. Die Route wird berechnet. Wie lange dauert es? Teil 10 sind wir da. Mich. Danke, Gisela. Ich mich auch. Gisela hat immer die besten Ideen. Auf geht's nach Frankreich. So, Leute, wir telefonieren gerade mit Freddy und haben ihm gerade erzählt, dass wir gleich gerade zum Eurotunnel fahren. Genau, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Calais. Aber geht das jetzt noch den ganzen Tag? Also, oder darf Gisela noch weiter bestimmen? Gisela darf es. Ja, ich darf das. Ich hätte ja zum Beispiel nach Spanien ganz schön, da ist relativ schnell. Boah, Freddy, hör auf. Ja, du kleine Kackermaus. Hallo, Arschwaffel. Hallo. Hat Spanien auch seine Grenzen offen? Ich guck gleich mal beim Auswärtigen Amt nach. Alter. Tim, du musst heute einen Apfelbaum in Calais pflanzen, einen Nussbaum in Barcelona. Ja, und einen Fleischwurzelbaum in Rom. Einen Fleischwurzelbaum, Digga. Ganz wild. Hab ich eigentlich verarscht? Ja. Ja. Alter, das kann... Warum denke ich mir sowas aus? Ja, Apfelerlebnis goes Europe. Wir haben soeben die Grenzen nach Frankreich passiert. Am Kobosa, das Video kenne ich sogar. Yay! Da stand auch irgendwas auf Französisch drauf, aber wir sprechen leider kein Französisch. Ist ja klar, dass da was auf Französisch draufsteht, weil es nun mal Frankreich ist. Und ja, jetzt ist es nicht mehr weit bis Calais, weil da ist auch der Eurotunnel. Und echt cool. Also da können der Baum eingepflanzt. Genau, dann pflanzen wir. Junge, wie wild, dass sie das einfach machen, Alter. Wie geil. Ja, du Baguette-Schlampe. Ja. Baguette-Polizei, Pullenfotze. Ja, Mann, du sagst es. Schnell. Du Scheiße. Haben die eine Grenzkontrolle? Ich kann dir das nicht helfen. Haben die eine Grenzkontrolle? Ja. Oh Gott. Oh,
Oh, die haben uns nicht angehalten. Oh Gott, stell dir mal vor, die hätten uns angehalten. Warte, nimmst du schnell weiter, nimmst du noch auf? Ja, ja. Stell dir mal vor, die hätten uns angehalten. Oh mein Gott. Wir müssen schnell weiter. Stell dir mal vor, Alter, die hätten den angehalten. Wir müssen schnell weiter. Ja, sind wir hier illegal? Nein, die haben uns nicht angehalten. Die anderen, die ganzen Engländer fahren da auch durch. Oh Gott, Leute, stell dir mal vor, die hat uns angehalten. Ich hätte die Stellt euch mal vor, sie hätten die angehalten. Da standen gerade irgendwie da 10 Polizisten oder so um einen LKW herum. Hab ich gerufen, die Baguette-Polizei. Stell dir mal vor, es hat sich so herausgestellt, dass irgendwie Frankreich seine Grenzen doch noch nicht offen hat. Einfach direkt Scharfschützen auf Leute schießen. Glaubt ihr, das hat Deutschland jemals interessiert? Ich denke nicht, also... Das sind geschichtliche Fronts, die man so nicht bringen kann, oder? Also das ist schon ein bisschen, ja. Tut es uns auch nicht interessieren. Griechischer Wein. Mhm. La 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 la. Baguette-Auto. Du Baguette-Auto. Du kannst dich fahren. Baguette. Ja. Junge. Ja, ja, ja. Wenn ihr einmal angegriffen werdet, dann gebt ihr sofort auf am 7. Tag. Ja, ihr Flachwichser. Ob eure Grenzen nun offen sind oder nicht, das juckt uns nicht. Das hat Deutschland noch nie interessiert. Ja, ja. Wir kommen hier rein, wenn wir es für nötig halten. Alles klar, Bro. Da hat sich jemand mit der Geschichte auseinandergesetzt, Digga. Ich habe ganz bewusst keine Schaufel eingepackt, weil du eine Hand hast. Nicht jeder Mensch hat das Privileg, eine Hand zu haben. Mhm. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, du wirst mit der Hand buddeln. Wie jetzt? Jetzt mit der Hand. Steine. Tim, du buddelst mit der Hand. Das ist mir scheißegal. Der Baum wächst in der Erde, nicht im Stein. Jan. Das ist mir egal. Guck mal, hier stehen recht viele Kreuzfahrtschiffe rum. Es ist halt hier der Hafen. Ich glaube, am Eurotunnel selber kann man gar nicht buddeln, oder? In Calais. Wir sind ja in Nordfrankreich. Voll schön hier auf jeden genau, Fall. Genau, das hier sieht zum Beispiel ein bisschen historisch aus, sogar die Stadtmauer. Oh Mann! Nee, das ist eine aktuelle Stadtmauer, Bro. Die ist von 2004. Die ist nur auf alt gemacht. Yeah! Oh no! Oh, Baguette! Baguette! Oh ja! Nice, du sagst es, Bro. Also, da sind ja überall schon Bäume. Imagine, die kriegen. Imagine, die kriegen einfach eine Anzeige deshalb. Zusammen, Darby, danke schon für deinen Sub. Stell dir vor, die kriegen jetzt eine Anzeige, weil die das Ökosystem in Frankreich in Gefahr bringen, indem die Crispy Apps. Crispy fucking Robs Muchäpfel pflanzen. Wir sind da. Komm. Da ist Jan. Es muss eingegraben werden. Er muss eingegraben werden, bevor die Sonne untergeht. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Moment. Ich muss mal kurz die Kamera drehen. Digga, wie wild, dass man jetzt einfach nach Frankreich so sieht fahren das hier kann. Aus. Hier ist doch ein guter Platz. Also wenn er schafft, mit seinen Händen den Beton aufzubuddeln, Respekt, Bro. Calais heißt die Stadt, Leute. Wo graben wir das ein? Kann man das im Sand machen, weil da wächst das gar nicht. Nein, im Sand kann man keinen Apfelbaum pflanzen, Bro. Ich glaube, das geht nicht. Nee, das aber Gisela will, dass es wächst, ne? Ich will es. Yes. Aber hier ist kein. Da, sollen wir jetzt da vorne bei den Dünen? Das ist auch. Und der ganze Scheiß, damit wir gleich wieder zurückfahren. Ja. Wer denkt sich sowas aus? Warum machen wir das? Wir. Doch, das macht Sinn. Das macht wohl Sinn. Ich finde, die sollten sogar warten, bis da was wächst. Ich habe gerne Apfel geschenkt und ich fresse auch die Kerne heraus. Mein Apfelbaum, das ist meins. Du hast zwei Hände, du buddelst. Ich hab. Glaub nicht, dass das funktioniert, Leute. Gesagt, du buddelst jetzt mit deiner Hand. Ich sag dir mit seiner Hand. Der Boden nicht viel zu salzig für den Apfelbaum, Alter? Mission erfüllt. Super. So, Jan. Oder Gisela, wie fühlt man sich, nachdem die Mission endlich erfolgreich erfüllt wurde? Cool. Aber man muss sagen, Lob an Tim, er hat alles gemacht, was. Ja, 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 mein Wille wurde befriedigt. Gisela ist jetzt befriedigt. Reicht das für heute dann? Alles getan, Digga, ich glaube nicht. Ich glaube, Gisela ist noch nicht ganz zufrieden. Es gleich geht das Hotelzimmer und dann wird Gisela erstmal richtig befriedigt, Alter. Wir stehen gerade hier in Frankreich und Tim hat einen Apfelbaum gepflanzt. Das alles nur für diese zwei Minuten. Ja, es waren 2 Minuten in Calais, Nordfrankreich und jetzt geht es zurück nach Köln. So, Freunde, wir haben es geschafft. Der Baum wurde gepflanzt. Wir haben es echt geschafft. Ich finde es voll nice. Ich auch. Obwohl hast du heute eigentlich schon mal was gegessen, außer diesem ekelhaften Saft? Heute nee, Morgen. Aber irgendwie habe ich auch nicht dran gedacht, weil wir nur unterwegs waren. Der Baum ist wichtig, Bro. Der Baum ist wichtig. Auf jeden Fall wurde der Baum gepflanzt. Wisst ihr, was ich jetzt einen Abschluss macht?
Er führt einen 30-sekündigen Tanz auf. Ja, Mann. Das fühle ich. Muss das sein? Ja. Okay, dann seht ihr... Eins in den Chat für eine Folge, wenn ich du wäre mit Gisela, Leute. Jetzt noch den 30-sekündigen Tanz. Ja, geil. Können wir erst das Outro fertig machen? Ja. Okay. Wir hoffen auf jeden Fall trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, es hat alles geschafft. Das sind eine Menge Einsen. Ich höre und sehe euch. Machen wir so. Von der Qualität und so. Wir waren jetzt den ganzen Tag hierfür unterwegs, aber machen wir, machen wir, Leute, machen wir. Das war mega nice. Ein besonderes Erlebnis auch, ne? Ich will tanzen. Ja, ich tanze jetzt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt, Leute, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir haben ja erst ein Nachbarland durch, also. Einfach Deutsche, wenn ich du wäre. Schreibt uns das gerne in die Kommentare und bis dahin hoffen wir, dass wir uns beide für unsere nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, Freunde, ich muss jetzt noch 30 Sekunden. News time. Ciao. Und wir fahren jetzt dann nach Hause. Perfekt. Noel North 88, danke schön, Bro, für den Gifted Sub, Bro. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind keine gestört. Ja. Das ist kein Tanz. Ja, tanz mit. Auf jeden Fall soll das weitergehen, Digga. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schwing die Hüfte los. Ganz, ganz wichtig. Und spring ein bisschen so. Ja, ja, zahl's durch. Okay. I just can't let you go. Wild. Wild, 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 Leute. Ganz, ganz wild.